Hallo und herzlich willkommen in Yop the Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich habe mit ChatGPT eine Schachpartie gespielt und diese möchte ich euch hier präsentieren. Was ist ChatGPT, für die es noch nicht mitbekommen haben? Es ist ein Chatprogramm, ein Chatbot, der auf maschinellem Lernen beruht und mit dem man textbasiert kommunizieren kann. Jeder kann ein Konto eröffnen auf der Webseite ChatGPT. Und ist kostenlos, gibt auch eine proprietäre Version inzwischen, aber jeder kann erstmal kostenloses Konto eröffnen und das Programm mit aller möglichen Fragen füttern. Und die Bandbreite der Antworten ist von brillant bis komplett dumm. Ist alles dabei, hängt natürlich davon ab, welches Thema man wählt und wie tiefgehend die Fragen sind. Im Moment ist das in aller Munde, dieses Programm. Es ist so vielversprechend, dass Microsoft, habe ich gerade noch nachgelesen, 10 Milliarden Dollar investiert hat. Und ich denke, die großen Tech-Konzerne befinden sich gerade in einem Wettlauf, was diesen Bereich betrifft, wer den besten Chatbot in seinen Reihen hat. Da dürfen wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viel erwarten. Ne? Im Bereich künstliche Intelligenz, glaube ich, gibt es gerade rasante Entwicklungen. Ich bin kein Experte, aber ich höre immer mal wieder gerne rein, lese mich mal immer wieder mal gerne rein in dieses Thema, finde ich sehr, sehr spannend. Es kam ein Hinweis von einem User, spiel doch mal Schach gegen ChatGPT. Ich weiß, Gotham Chess hatte das auch gemacht vor ein paar Wochen, hatte noch ein paar Videoschnipsel gesehen, aber nicht richtig reingeguckt und dachte mir, ach komm, weißt du was, mach mal ein Konto auf ChatGPT und guck mal, ob das Ding Schach spielen kann. Und das ist dabei rausgekommen. Ich kann euch nur sagen, am Ende habe ich es noch mit Fragen gefüttert. Wer ist Georgios Solidis und wer ist The Big Greek? Und die Antworten sind ziemlich lustig, deswegen bleibt bis zum Schluss dran. Gleichzeitig noch der Hinweis, ChatGPT ist mit Daten gefüttert bis ins Jahr 2021 rein. Also jetzt nicht super aktuell. Ne? The Big Greek gibt es ja auch erst seit 2020, kann man sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Monat, aber bis 2021 steht irgendwo geschrieben. Gut, schauen wir uns mal an, was passiert ist. Wie spielt man überhaupt gegen ChatGPT? Man geht in dieses Dialogfenster, ist ja textbasiert, und dann schreibt man rein. Man kann es auf Deutsch machen oder Englisch. Ich wusste nicht, dass man auch auf Deutsch machen kann. Ich habe es zuerst auf Englisch gemacht. Ich möchte mit dir eine Schachpartie spielen. Sollen wir spielen? Sowas in der Richtung habe ich gefragt. Ja, lass uns loslegen. ChatGPT ist immer super höflich. Und dann habe ich gesagt, ich spiele E4. Ich spiele E4. ChatGPT antwortet mit E5. Great. I'm up for a game of chess. As black, I respond to your opening move by playing E5. Soweit versteht ihr das mit Sicherheit. Springer F3. Das Programm antwortet mit Springer C6. Got it. You moved your knight to F3. I'll respond by developing my knight as well and play knight to C6. Soweit, so gut. Läufer C4, italienische Partie. Das Programm antwortet tatsächlich mit Läufer C5. Hey, wer hätte das gedacht? Okay, you moved your bishop to C4. In response, I also develop my bishop and play bishop to C5. Ich denke, die meisten von euch werden das verstehen. Muss ich erstmal nicht übersetzen. C3. Ich spiele hier C3, plane D4. Springer F6. Understood. You moved your pawn to C3. In response, I'll continue my development. Ich setze meine Entwicklung fort mit Springer F6. D4. Jetzt kommt, das ist natürlich ein alter Zug hier, D4. Italienischer Killerangriff, ne? Habe ich früher immer gespielt. Auch im Stream habe ich ein Video gemacht. Italienischer Killerangriff, erinnert euch? Nach E/D4, Rochade, ne? Das ist der italienische Killerangriff. Habe ich ein Video gemacht, das sehr, sehr beliebt ist. In unserer Community wurde das sehr viel gespielt. Hier in dieser Partie, also erstmal E/D4, was sagt ChatGPT? You've pushed your pawn to D4. Soweit stimmt das. Das ist ein sehr aggressiver Zug, sagt er. Meine Antwort: Ich nehme deinen Bauern weg mit meinem E5-Bauern. Und spiele ED4. Dein Bauer is now on priest, heißt wohl so viel, hängt jetzt, wahrscheinlich der Bauer E4, und kann mit meinem Springer oder meiner Dame in der Zukunft geschlagen werden. Hier kommt das Programm schon langsam ein bisschen durcheinander. Ne? Ich nehme natürlich wieder C/D4, nicht Rochade, C/D4. Ich habe in dem Moment, als ich gespielt habe, gar nicht an den italienischen Killerangriff gedacht, wenn ich ehrlich bin. Habe jetzt einfach direkt genommen. Und jetzt kommt ein ganz überraschender Zug. Theorie hier, Läufer B4, Schach. Das ist eine ganz alte Variante. Ne? Läufer B4, Schach ist hier Theorie. Hier setzt man fort mit Springer C3, Läufer D2 oder Springer D2. Aber das ist jetzt kein Theorieartikel.
geht jetzt nicht darum. ChatGPT überrascht mich hier mit dem Zug. Dame easy. I see. You've captured my pawn on d4 with your pawn on c3. This opens up your queen to potentially attack my knight on f6. What? Meine Dame kann seinen Springer auf f6 angreifen? Hier? Wie denn? However, it also creates a weakness on the c3 square. Eine Schwäche auf c3 hier entstanden bei mir. Nicht unbedingt, mein Bauer und mein Springer decken das Feld. Which I may be able to exploit in the future, was ich in Zukunft vielleicht ausnutzen kann. In response, meine Antwort, ich entwickle meine Dame und spiele Dame e7. Natürlich, sehr logisch natürlich. Natürlich nehme ich jetzt den Läufer hier weg, D schlägt C5. So, und jetzt fing das Chaos an. Was wirklich eine Geduldsprobe für mich war. ChatGPT möchte jetzt hier, was möchte ich spielen? Möchte jetzt mit Springer schlicht D4 fortsetzen. Dummerweise steht da aber nichts, was ChatGPT schlagen kann. Mal davon abgesehen, dass es sowieso ein schlechter Zug wäre. Okay, you've captured my bishop on c5 with your pawn on d4. Soweit das verstanden. Which is a common tactic in this opening. Das ist eine übliche Taktik in dieser Öffnung. Natürlich, da steht immer ein Läufer und den kann man immer wieder schlagen. Ist ja klar. This also puts pressure on your knight on f3. Ach no, ich spiele jetzt Springer schlicht d4 und erhöhe den Druck gegen den Springer auf f3. Der ist jetzt angegriffen bei both my queen and the knight. Ja klar, die schwarze Dame greift den auch schon an. Den Springer auf F3. Sehen wir alle. Obviously. Offensichtlich. So, und jetzt begann natürlich der Spaß. Ich musste natürlich ChatGPT dann korrigieren, sagen, illegaler Zug, mach bitte einen richtigen Zug. Aber er insistierte, okay, dachte ich mir, komm, Springer D4, komm, lass es. Ich entschuldige mich für meinen Fehler. Danke, dass du mich korrigierst. Das hat er immer gesagt. I apologize for my mistake. To continue the game from where we left off, I would play knight to d4 instead of capturing your pawn on d4. Okay, er will Springer d4 spielen. Lassen wir das Programm. Es möchte Springer d4 spielen, ist ja neutral. Möchte ja Springer d4 spielen. Von mir aus, gib mir deinen Springer. This would attack your bishop on c4. Oh, nee. Greif den Läufer nicht an. And also support my pawn on e5. Der Springer unterstützt nicht den Bauern auf e5. Bemerken, die schachlichen Fähigkeiten sind noch ein bisschen unterentwickelt. Aber es wird noch schlimmer. So, ich nehme natürlich weg den Springer mit der Dame. Ich kenne ja die Regeln. So, ChatGPT möchte jetzt mit e d4 fortsetzen. Dummerweise steht da kein Bauer. Und schreibt, understood. You've captured my knight on d4 with your queen. In response, I recapture with my pawn. Playing e d4. Geht aber nicht, da ist kein Bauer. Your turn again. Das Programm möchte auch beim zweiten Mal, nachdem ich auf den illegalen Zug hingewiesen habe, wieder mit e d4 fortsetzen und schreibt, my apologies for the mistake. Thank you for correcting me. To continue the game from here, from where we left off, after your queen captures my knight on d4, I recapture with my pawn on d4. Playing e d4. Dann hat es ewig gedauert, bis ich die Notation, dann habe ich die Notation richtig eingegeben in das Programm und sagte, das ist die Notation, weil mit, er hat dann irgendwann angefangen, die Notation auszugeben. Und dann hat er, ist er natürlich durcheinander gekommen. Ist es durcheinander? Ich sag mal, er ist ein S, ist ein Neutrum. Und dann habe ich immer wieder die Notation richtig eingegeben, bis das Programm es irgendwann gerafft hat. Eine ziemliche Geduldsübung. Es geht hier weiter und jetzt kommt ein guter Zug. Rochade, wer hätte das gedacht? Und die Erklärung, I castle. My king to safety. It's now your turn to make a move. Er rochiert, um seinen König in Sicherheit zu bringen. Goldene Regel. Sehr gut, ChatGPT. So, Springer C3. Alright, you develop your knight to C3. Here's the updated board. Okay, dann hat er wieder die Notation mir gezeigt. Natürlich muss ich immer ganz genau schauen, wo stimmt es nicht. Und habe ihm dann immer wieder die richtige Notation wiedergegeben. Es geht weiter hier mit Turm E8. I develop my rook to e8 and put pressure on your pawn on e4. Das stimmt. Er erhöht den Druck gegen den Bauern e4. It's your turn to make a move. Okay. Läufer g5. Fessle den Springer hier. You play bishop to g5. Pinning my knight on f6. Er merkt also, ich fessle den Springer. Sehr gut. Also ein bisschen Schach kann das Ding. h6. Greif den Läufer an. I decide to break the pin on my knight and force your bishop to move away from g5. Or to exchange itself with my knight. Sehr gut, die Erklärung stimmt 100%. Ich zwinge deinen Läufer wegzuziehen oder meinen Springer zu schlagen. No?
Bestimmt. Ich nehme. Er nimmt. Stimmt alles. Jetzt nehme ich hier mit der Dame die Dame. Und was sagt ChatGPT? Ihr könnt ja raten. I'm sorry, but that's an illegal move. Ein illegaler Zug. Dame schlicht F6 geht nicht? Doch, geht. Your queen is still on C5. Plötzlich sieht er meine Dame auf C5. Da steht aber ein Bauer. Natürlich muss ich das Programm wieder korrigieren. Und er sagt dann auch immer, my apologies. Er ist immer wirklich super höflich, super höflich. My apologies. Dann korrigiert er sich. I'm sorry. Ah, nee. Ja, G schlicht F6. I apologize for my mistake. You're correct. Your queen is on D4 and can capture my queen on F6. Here is an updated board. Und plötzlich präsentiert ChatGPT eine Notation bis zum 32. Zug. Dabei haben wir erst 12 Züge gemacht. Mit korrekter Zugsequenz allerdings. Das waren korrekte Züge bis zum 32. Zug. Ich habe mit meinem inneren Auge habe ich das durchgespielt, was da stand. Und das stimmte alles. Das war irgendeine Fantasie-Zugfolge, stimmte aber. Ich habe ihn natürlich wieder korrigiert und spielte lange Rochade. Das hat aber immer wieder ein bisschen gedauert auch. Das geht nicht in meinem ersten Schritt. Ihr müsst also Geduld mitbringen, wenn ihr mit ChatGPT spielt. Übrigens, wie gesagt, ihr könnt auch auf Deutsch mit ihm kommunizieren und auf Deutsch alles hinschreiben. Genau. Great move, lange Rochade. Your king is now safe on the queen side. Korrekt. And your rook is centralized. Der Turm ist zentralisiert. Hervorragend gesehen. Hier ist die updated Board wieder. Oh, kommt wieder irgendeine Notation. Und ChatGPT spielt was? B6. Kann man machen. Greift mein Bauern an. I play pawn to b6, attacking your bishop on c5. Nee, nee, da ist ein Bauer. Ich habe ihn jetzt nicht korrigiert. War mir egal. Ich habe c schlicht b6 gespielt. A schlicht b6. You're welcome, sagt er. Albe hier. Ach so, das war jetzt. Genau. Und hier hatte ich die Faxen dicke. Das war eine Stellung, da ging es einfach nicht mehr weiter. Ich habe hier versucht, noch minutenlang die Partie zu rekonstruieren mit ihm, habe ihm immer wieder die Notation gegeben, aber er hat's nicht, das Programm hat es nicht hinbekommen. Und irgendwann habe ich die Geduld verloren und gesagt, weißt du was, ChatGPT, machen wir Schluss. Du kannst kein Schach spielen, ich besuche dich wieder in 2 Monaten. Und dann meinte er wieder, vielen Dank für die Partie. Und jetzt die Fragen, die ich ihm noch gestellt hab hinterher. Genau, you're welcome, I'll be here when you're ready to play again. Feel free to reach out anytime you want to play a game of chess. Goodbye. For now. Dann habe ich ihn gefragt, wer ist Georgios Soulidis? Auf Englisch. Ich hätte auch auf Deutsch fragen können. Das ist mir erst hinterher aufgefallen, dass man das auch auf Deutsch machen kann. Das liegt daran, dass die ganze Benutzeroberfläche auf Deutsch, auf Englisch ist. Aber man kann die ganzen Fragen auch auf Deutsch eingeben. Und dann kommt diese Antwort hier. Georgios Soulidis is a Greek chess player, journalist and author. Stimmt soweit. Ein griechischer Schachspieler, Journalist und Autor. Ist natürlich ein bisschen veraltet. Aber jetzt. He was born on December 12, 1986. 12. Dezember 86 bin ich geboren. Das Programm macht mich um 14 Jahre jünger. Ich weiß, ich sehe nicht aus wie 50. Ich sehe schon eher aus wie in den 30ern. Und ich wurde geboren in Thessaloniki, Griechenland. Wusste ich noch nichts von. Ich dachte, ich bin in Hagen geboren. Soulidis is a FIDE Master. ChatGPT, ich bin internationaler Meister. With a peak rating of 2373. Meine höchste Elo-Zahl war 2373. 2440. He has represented Greece in various international chess events. Das stimmt. And has won several chess tournaments in Greece and abroad. Das kann man so, das ist so allgemein, aber ich habe Turniere gewonnen in Griechenland. Ja, das passt alles. Apart from his chess activities, Soulidis is also a chess journalist and author. Das stimmt. He has written articles for various chess magazines and websites, das stimmt, including Chessbase, das stimmt, chess.com and Yun Chess, die größten Schachseiten. Yun Chess ist noch ein Schachmagazin. Habe ich für die mal was geschrieben? Ja, ein Buch. Ja, kommt hin. He has also authored or co-authored several other books, Chessbooks, including, und jetzt kommt's, welche Bücher habe ich geschrieben oder co-geschrieben? Jetzt kommt's. Ich habe geschrieben zum Beispiel Italienische Partie mit Carsten Müller. Dann habe ich ein Taktikbuch mal gemacht mit Dirk Sebastian, hier. Das war's schon. Aber laut ChatGPT bin ich der Autor von Die Chibo-Rind-Verteidigung. Hallo? Und The Modernized Queen's Gambit Decline System. Was ist denn das für ein Buch? Die modernisierte nimmt so Damen-Gambit
die modernisierte, abgelehnte Nimzo-Damen-Gambit-Systeme. Die Eröffnung gibt's noch nicht mal. Aber interessant, werde ich vielleicht mal schreiben. Ich erfinde eine Eröffnung, die so heißt, und schreibe das Buch. Solidus is known for his analytical skills and deep knowledge of chess openings. Das stimmt natürlich. Ich bin natürlich bekannt für meine analytischen Fähigkeiten und mein tiefes Verständnis der Schacheröffnung. Absolut. Particularly the Nimzo Indian Defense. Natürlich, Nimzo Indische Verteidigung. Habe ich nie gespielt, aber was soll's. Und Queen's Gambit Decline Systems. Abgelehnte Damen-Gambit-Systeme. Ja, schon eher, aber... Solidus is known for his analytical skills. Schon wieder? Ah nee, das ich wiederhole. Ich glaube, der wiederholt zweimal das Gleiche. Und sizilianische Verteidigung. He is also an expert in chess history. Ja, nicht unbedingt. Schachhistorie ist nicht unbedingt mein Steckenpferd. And has written articles and books on historical chess events and personalities. Stimmt nicht. Dann habe ich noch gefragt, wer ist The Big Greek? Mal schauen, was geantwortet hat. Wie gesagt, es ist nur gefüttert bis 2021. Und sagte dann, was steht da? Ah, ich bin mir nicht absolut sicher, wer The Big Greek ist, denn der Begriff könnte sich auf verschiedene Personen beziehen oder verschiedene Kontexte. Kannst du mir noch ein bisschen mehr Informationen liefern über die Person, auf die du dich beziehst? Dann kann ich dir vielleicht eine präzisere Antwort geben, sagt das Programm. Danke. Dann habe ich ihm etwas geschickt und dann schreibt er, The Big Greek ist eine Online-Persönlichkeit, ist die Online-Persönlichkeit von Nikolas Theodorou, einem griechischen Schachspieler, Streamer und YouTuber. Oh, das stimmt schon, ne? Aber es ist nicht Nikolas Theodorou, das bin ich, Georgios Solidis. Wer ist Nikolas Theodorou? Nikolas Theodorou ist ein Großmeister, ist ein starker Spieler, aber das ist kein Streamer. Es ist ein Großmeister, ein griechischer Großmeister, der lebt in den USA, studiert dort, aber ist kein YouTuber und Streamer. Er verwechselt mich hier offensichtlich. Oder das Programm verwechselt mich hier. Er wurde geboren am 18. Mai 1999 in Athen. Ich weiß gar nicht, könnte das hinkommen? 23? Nee, ich glaube, der ist schon älter. Als Big Greek kreiert er Schachcontent auf YouTube und Twitch. Das stimmt sogar, was bin ich? Including instructional Videos, Lehrvideos, Partieanalysen, Livestreams, das stimmt alles. He is known for his engaging and humorous approach to teaching chess and has a significant following on both platforms. Ja, das stimmt. Ihr habt einen humorvollen Ansatz, euch das beizubringen, das Schachspiel, und hat eine signifikante Followerschaft auf beiden Plattformen, Followerschaft, Gefolgschaft. Theodorou is also an active chess player and has represented Greece in various international chess events. Schon wieder dieser Satz, ne? In various international chess events. Including the 2020 Chess Olympiad. Das stimmt sogar, aber das war Theodorou. Also er vermischt hier die Person Theodorou mit mir, ne? Da ist er noch nicht so weit. Ja, das war ungefähr die Antwort. Aber dann kommt am Ende, wer Theodorou wirklich ist. Is also a computer science student at the National Technical University of Athens. Das stimmt allerdings nicht ganz. Theodorou ist in die USA gezogen, meine ich, und lebt dort. Ob er Computerwissenschaft studiert, das weiß ich nicht. Ob er das studiert hat in Athen. Das mein Ausflug zu ChatGPT, die Partie und was es alles so weiß über mich und Georgios Solidis. Schon lustig. Man kann Spaß haben mit dem Programm, glaube ich. Ich habe dann hinterher noch ein paar private Sachen gemacht, irgendwelche Dinge eingegeben. Und wenn man wirklich Fakten abfragt, dann sind die wirklich sehr, sehr präzise, ne, die Antworten. Das muss man sagen. Und dann kommt dann ganz schnell eine Antwort aus. Kommt man gar nicht mehr nachzulesen. Probiert es einfach mal aus. Ich glaube, das ist sehr spaßig. Und ich bin echt gespannt, wie... in welche Richtung das geht in den nächsten Jahren. Ich bin mir sicher, da werden jetzt auch viele Kommentare kommen. Oh Gott, der Untergang des Abendlandes und überhaupt. Aber es gibt sehr, sehr viele interessante Artikel zum Thema und ich bin sehr offen. Lässt sich sowieso nicht aufhalten, die technologischen Entwicklungen. Gut, mal schauen, wo es hingeht und mal gucken, ob ChatGPT in einem halben Jahr wie ein Profi spielt. Wer weiß das schon. Alles klar, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genau wie ich, und wir sehen uns. Macht's gut.